Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Mein heutiges Video startet sozusagen in dem, dass ich als erstes an euch eine Frage habe. Wenn ihr diese natürliche Wiese seht, was kommt da euch als erstes in den Kopf? Für mich als allererstes denke ich an eine krasse Artenvielfalt, viele Insekten, wo unterschiedlichstes davon profitieren, gerade zum Beispiel unterschiedliche Wildbienen, unterschiedlichste kleine Käfer, aber auch zum Beispiel vielleicht die eine oder andere Schabenart oder so, klar. Aber mehr Insekten heißt auch mehr Vögel heißt auch mehr Säugetiere etc. Ist ja alles ein geschlossener Kreislauf. Aber was so eine wunderschöne Wiese auch heißt, weil wir sind ja hier, Achtung, nicht erschrecken, bei Zittich und Wirbellose. Und Zittich und Wirbellose steht nicht nur für coole Arbeitskleidung, nebenbei neue Jacke, T-Shirt kennt ihr ja schon, und Zittich und Wirbellose Cappy, sondern auch natürlich für möglichst abwechslungsreiche und auch gesunde Ernährung von meinen Vögeln, Schaben, Reptilien etc. Und was auch ich einen sehr wichtigen Punkt finde, dass man einfach auch dazulernt. Wenn ich noch denke, wie meine Zucht angefangen hat, da habe ich jetzt, wie ich heute fütter, vieles Neues dazugelernt. Und ich würde auch sagen, wenn man mich in den, wenn man jetzt einen Zeitsprung macht in den nächsten in 20 Jahren, man mich fragt, sage ich, habe ich auch noch mal so viel dazugelernt und Sachen, wo ich vielleicht sage, die habe ich da vielleicht noch nicht ganz perfekt gemacht, dazugelernt. Im Großen und Ganzen, was will ich damit sagen? Man muss immer offen sein für Sachen zum Dazulernen, überall mal nachfragen, was füttert wer. Und es gibt nicht die eine Futtervariante, es führen mehrere Wege nach Rom, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach offen ist für neue Sachen. Genauso habe ich auch schon unterschiedlichste Futtersachen ausprobiert, wie Pellets und so. Manche Vögel nehmen das super an, andere nicht so gut. Genau, aber ich höre dann mit auf mit Probieren. Genauso Obst und Gemüse. Bei manchen Arten geht es schneller, bei anderen weniger. Grünfutter gehen meine ganzen Arten super dran. Ich lerne da auch immer noch was Neues dazu. Dieses Jahr zum Beispiel habe ich gelernt, dass das hier, Fokus, Taubnesseln sind auch eine super Sache für zum Beispiel Schildkröten und so, aber auch zum Beispiel für meine Sittiche und alles. Genau, die kommt direkt mit auf meinen Haufen. Jetzt gehen wir natürlich gleich in meine Voliere rein. Da zeige ich euch einfach noch ein bisschen so Sach. Aber das Wichtigste ist einfach, dass wenn ihr auch so eine Voliere, eine Gemeinschaftsvoliere oder so habt, könnt ihr einfach mal, wenn ihr auch so eine natürliche Wiese habt, einfach auf eure Wiese gehen, ihr rupft so eine Hand ab, hier habt ihr ein paar Grassaaten, Spitzwegerich, Gänseblümchen, drüben liegt ja schon auf dem Haufen die Taubnessel. Und dann gehen wir einfach mal rein und die kriegen das Schmagofazzi und dann würde ich sagen, reden wir drin noch ein bisschen weiter. So, in meiner Gemeinschaftsvoliere angekommen, habe ich noch gerade ein bisschen Löwenzahn dazu gemacht. Löwenzahn ist auch ein super Vitamin Booster, der ist wirklich voll mit gutem Zeug. Zitronenmelisse und so auch. Hier haben wir schon den ersten Gast, der war auch schon im letzten Video, wo es so ähnlich war, schon mit dabei. Das ist der Jump, einer meiner Springsittiche, wie ihr schon vielleicht, wenn ihr mehr meiner Videos kennt, ein Neuseeländer, zur Familie der Laubsittiche, eine wirklich sehr, sehr schöne Sittichart, wird jetzt auch immer häufiger in menschlicher Obhut gehalten, in der Natur, machen den wirklich die europäischen Einwanderer noch immer, obwohl das jetzt ja schon etliche Zeit zurück ist, immer noch sehr zu schaffen, weil gerade zum Beispiel, was da halt mit uns Europäern nach Neuseeland und Australien gekommen ist, sind so Katzen, Hunde, aber vor allem auch neben Katzen, Mäuse und Ratten. Und das ist wirklich für so ein Sittich, wo
in Neuseeland da nicht diese Gefahren kannte, wirklich eine schlimme Sache, wo auch man, wenn man so jetzt hier daheim so ein Laufsittich oder also einen der Laufsittiche hat, man bewusst sein muss, dass sozusagen ja die Artverwandten in der Natur schon ein bisschen schwereres Leben haben und sogar unsere Vorfahren sogar ein bisschen was damit zu tun haben. Das ist, finde ich, auch immer eine sehr interessante Sache. Jetzt kommt er wieder dazu. Wenn wir so sagen, ja, man sieht einfach, das ist eine wunderbare Sache, wenn man hier sozusagen ein bisschen Grünfutter macht, sind die wirklich hoch auf begeistert. Und ich finde auch immer interessant, an was die zum Beispiel zuerst gehen. Die Springsittiche mögen zum Beispiel sehr arg unterschiedliche Saaten oder so. Gerade wenn im Herbst dann die Zitronenmelisse zum Beispiel voll ist mit neuen Samen für die nächste Zitronenmelisse-Generation, dann sind die da wirklich hoch auf begeistert von der Zitronenmelisse. Aber jetzt zum Beispiel sieht man ja gerade die Grassaaten, wo er gerade da frisst. Findet er genauso super und ist auch ja was sehr, sehr Natürliches. Also sogar gesünder wie mein normales Körnerfutter oder gerade die Springsittiche fressen auch gut Pellets schon, wo ich ein bisschen umstellen bin. Genau. Ja, was ich noch zu den Springsittichen zu sagen, solange nur er hier ist. Springsittiche sind auch sozusagen sehr aktive Vögel. Von der Lautstärke her zum Beispiel eher ruhiger. Also wenn man zum Beispiel jetzt eine Sittichart sich anschaffen will, wo sehr aktiv ist, aber zum Beispiel vom Charakter her oder so, ja, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Genau, also Springsittiche eher von der Lautstärke her leise Vertreter, aber sozusagen von der Aktivität sehr aktive Vertreter. Also wenn man einen aktiven Vogel in seiner Voliere haben will, wo auch sehr kontaktfreudig ist und von der Lautstärke her wirklich sehr leise ist, dann sind Springsittiche genau das Richtige für einen. Zum Beispiel so die ruhigsten hier in meiner Gemeinschaftsvoliere, wo gerade zu sehen war, ist mein Tonzerfels, da wäre er wieder, der Snow. Also der ist zwar der größte Vogel in dieser Voliere von dem Gewicht oder auch der insgesamt mit Schwanzlänge her, aber das ist wirklich der liebste Vogel. Also wenn Zebrafink dem eine Feder rausreißen würde, würde der noch daneben stehen und würde sagen, Jacke wie Hose, das ist dem relativ. So am temperamentvollsten würde ich Wellensittiche sagen, weil Wellensittiche halt wirklich für ihre Größe einfach sehr, sehr viel Temperament haben. Und auch ein bisschen redefreudiger, wie jetzt zum Beispiel so ein Ziegensittich oder auch ein Prince of Wales. Ein Prince of Wales ist, würde ich sagen, von der Lautstärke her wie so ein Nymphensittich. Die haben mal zum Beispiel so Kontaktrufe oder so, tun mal Balzen, aber sind jetzt keine so lauten Vertreter wie jetzt zum Beispiel so die lautste Papageienfamilie, würde ich auf jeden Fall mit den Aras gehen. Oder Loris. Loris können auch schreien. Leute, wenn ihr mal einen Lori gehört habt, da platzt ein Trommelfell, je nachdem welche Lori-Art. Ja. Und jetzt auch das schönste Beispiel, wie harmonisch eine Gemeinschaftsvoliere sein kann. Wenn mich jemand fragt, wie harmonisch kann eine Gemeinschaftsvoliere sein? Hier sieht man's. Gab es zwar von den weißen Nymphensittich gerade kurz einen kleinen Hieb, aber das ist ganz normal. Hier kommt ein Springsittich, ein Ziegensittich, ein Nymphensittich, ein Prince of Wales, ein Wellensittich, ein Diamanttäubchen, alles mit dabei und einfach harmonisch. Die fressen zusammen, jetzt auch der blaue Ziegensittich an der Taubnessel. Also wirklich eine super Sache. Von den Namen her, von dem einen Video kennt ihr ja schon, den Snow und den Champ. Blümchen ist der weibliche Springsittich. Das ist, wie heißt der? Queen müsste heißen. Die haben jetzt alle erst neulich ihren Namen bekommen. Deswegen bin ich mit den Namen noch nicht ganz perfekt vertraut.
weil ich sozusagen jetzt den neulich erst Namen bekommen habe. Weil ja, auch in diesem Video kann ich auch kurz erzählen, das ist ein sehr vielseitiges Video, auch mein Sittichbestand ich sozusagen umgeändert habe, dass ich jetzt sozusagen nicht sage, ich züchte aktiv, weil ich sage, gerade von Nymphensittichen, Wellensittichen, aber auch gerade immer mal wieder ein Ziegensittich oder so, findet man immer mal wieder im Tierheim. Da ist jetzt gar kein Vorwurf oder dass ich sage, das müsste jeder machen. Es ist auch wichtig, dass es weiterhin Züchter gibt, weil sonst würde ja auch so ein Bestand komplett einbrechen. Meine Variante für mich war jetzt einfach so, dass ich sage, meine Volieren sind wirklich schön groß. Ich kann Vögeln nochmal ein schönes Festleben bieten, wenn die zum Beispiel eine zweite Chance brauchen oder so. Wenn zum Beispiel jemand an Altersgründen die nicht mehr halten kann, eine Allergie oder so hat, gibt's oft genug und die dann manchmal im Tierheim landen und da dann auch natürlich die ihr Bestes geben und alles. Aber ich sag, da will ich in Zukunft einfach hin, dass ich auch so eine Art Tierheim oder ihr könnt Auffangstation nennen will. Natürlich immer mit begrenzten Anzahlen. Ich werde das nicht wie ein Tierheim viel aufnehmen können. Es wird immer vielleicht 2-3 sein, dann wird es wieder eine Zeit lang keine geben, wenn dann irgendjemand von einem meiner Vögel wieder weitervermittelt wird. Eine schöne Haltung, wo ich sage, ja, da kann ich gut weiter den Vogel hergeben. Dann habe ich wieder Platz für neue und so will ich jetzt mal das Konzept probieren. Natürlich ist das eine Sache, wo sich jederzeit ich sagen kann, ich will vielleicht gerade wieder mit den Ziegensittichen oder mit den Prince of Wales auch mal wieder züchten, weil das halt auch Vögel sind, die halt wirklich auch immer schöne zu Hause bekommen. Auch wo ich gezüchtet habe, habe ich immer schöne Plätze gefunden mit Volieren. Auch wenn ich hier eine Bitte an euch aussprechen darf, wenn ihr auch züchtet, tut euch wirklich immer schon Gedanken machen, welche Möglichkeiten habt ihr den Vogel zu inserieren, sei es über unterschiedliche Internetanbieter, sei es an andere Züchter, an Bekannte, wo sowieso schon welche wollen. Genau, das ist immer eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man nicht am Ende nachher verzweifelt ist und aus der lauter Verzweiflung, wenn man dann zu viele hat, alles einreißt und die dann ins Tierheim abgibt. Das gab es bestimmt leider auch schon häufig genug. Und da ist wirklich immer, das sagen zwar viele, aber ich habe das wirklich auch dadurch, dass ich gezüchtet habe, schon erfahren, dass man da wirklich immer gut überlegen muss, was sind seine Pläne, was sind die Ideen, wie kann man sozusagen, ja, schauen, dass man auch diesen kleinen, wunderschönen Lebewesen allen gerecht wird und dass alle ihr volles Potenzial ausschöpfen können und ihre natürlichen, auch wenn sie gerade alle laut sind, ihre natürlichen Verhaltensweise ausleben können. Und ja, wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, immer eine Gemeinschaftsvoliere. Und in meiner aktuellen Sache, wo ich sage, es sind leider viele Vögel, landen immer häufiger in Tierheimen, wenn ich in meiner Nähe rumschaue und sage, aktuell würde ich sagen, wenn ihr was Gutes tun wollt, dann nimmt sozusagen Vogel aus dem Tierheim, die geben nochmal eine zweite Chance, weil das sind oft ganz, ganz tolle Vögel oder es sind alles ganz, ganz tolle Vögel und ja, damit tut man auch was Gutes und ja, kann euch das wirklich nur sehr empfehlen. Das wär's mit meinem heutigen Video. Könnt ja gerne mal sagen, wie euch so ein vielseitiges Video gefallen hat. Ich habe einfach mal mit dem Grünfutter als Grundthema gestartet, habe gedacht, je nachdem wer vor die Kamera kommt, erzähle ich ein bisschen was und genau, bin jetzt noch ein bisschen zu kurz zum persönlichen Bereich gegangen, wo vielleicht auch nochmal ein separates Video kommt, wo ich dann nochmal besser meine Gedanken davor sammeln kann, aber lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr diese Idee findet, mit, dass ich sozusagen jetzt erstmal wie so eine Anlaufstation bin für zum Beispiel australische Sittiche, wie gesagt im begrenzten Rahmen natürlich, weil meine Kapazitäten das anders da gar nicht zulassen würden und ich ja sonst auch den Vögeln einfach nicht gerecht werden könnte. Genau, das wäre es von mir. Euch einen wunderschönen Tag, genießt die Zeit mit euren Liebsten.